Milch, ein sinnvolles biologisches System in der Anfangszeit unseres Lebens, wird aber im Laufe unseres Lebens zum großen Faktor für Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Osteoporose, Multiple Sklerose, Asthma und andere Krankheiten und hat verheerende Auswirkungen. Warum und wie es so weit kommen konnte, das erfahrt ihr heute. Guten Morgen. Gleich vorneweg. Die wissenschaftlichen Studien, die den Erkenntnissen zugrunde liegen, sind aus zwei Quellen, die ich euch unten natürlich wie immer verlinkt habe. Alles was ich euch heute sage, beruht auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Muttermilch ist demnach ein biologisches Signalsystem mit der Aufgabe bei Neugeborenen das Wachstum für kurze Zeit zu aktivieren und den Start in das Leben zu sichern. Und dabei aktiviert die Milch das Enzym mTOR, welches das Zellwachstum fördert. Was am Anfang des Lebens noch sehr wichtig ist, wird aber im Laufe des Lebens zum Bumerang. Weil das menschliche Leben ist nicht immer Wachstum. Genauso wie das Leben eines Baumes oder das Leben aller Lebewesen. Es geht mit Wachstum los, irgendwann Stagnation und dann Abbau. Das ist die Natur. Und immer nur Wachstum, Wachstum, Wachstum erklärt sich eigentlich schon selber, dass das nicht gut sein kann. Es ist auch so, jedes Lebewesen entwickelt im Laufe der Zeit eine ganz natürliche Abneigung, eine Ablehnung, weiter aus der Mutterbrust trinken zu wollen, also die normale Milch. Und das hat auch einen guten Grund, denn eine ständige Erhöhung der Aktivität von mTOR, von diesem Enzym, fördert eben Krebs, Diabetes, Übergewicht und auch Akne. Und das weiß der Körper. Wir wissen das jetzt in der Wissenschaft auch, aber die meisten Menschen interessieren sich nicht für Wissenschaften, interessieren sich auch nicht für ihren Körper. Aber unser Körper weiß das und deswegen haben wir diese Abneigung. Ja, Mutterbrust mit 16 ja, muss vielleicht nicht unbedingt sein. Und in der Wissenschaft spricht man sogar davon, dass die Erhöhung von mTOR und jetzt folgt O-Ton das gemeinsame Kennzeichen aller Zivilisationskrankheiten ist. Es ist so einfach, das Risiko für alle Zivilisationskrankheiten zu senken. Keine Medikamente oder irgendwelche Supplemente, mit denen Unternehmen Geld verdienen, sondern einfach etwas weglassen. Warum ist diese Empfehlung, die auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht, nicht so stark in den Medien vertreten? Überlegt doch einmal selber. Worauf basieren alle Kreisläufe in den Medien und was ist das größte Interesse der Unternehmen? Geld. Zu sagen, lasst einfach etwas weg, das bringt kein Geld und damit kommt diese Information zwar hin und wieder mal an die Oberfläche von Menschen, die ernsthaft an der Wahrheit interessiert sind, aber große Teile der Gesellschaft werden einfach von den Medien und den damit verbundenen finanziellen Interessensgruppen gesteuert. Gehen wir mal noch kurz etwas mehr ins Detail. Aber wer da wirklich ganz in die Materie eintauchen möchte, schaut sich einfach unten die beiden Quellen an, einfach studieren. Eine ist auch kostenlos zugänglich, die andere ist ein Buch, was ihr euch kaufen müsst, was ich aber sehr empfehlen kann. Also IGF-1 ist das stärkste Wachstumshormon im Körper und dies ist nicht nur eben in der Milch vorhanden, sondern Milch stimuliert in der Leber die Bildung von IGF-1. Und IGF-1 stimuliert eben auch das schon angesprochene mTOR, was seinerseits das Wachstum von Krebszellen, O-Ton der Wissenschaft, massiv fördert. Entsprechend ist es auch nur logisch, dass Brustkrebs und Prostatakrebs im Zusammenhang mit erhöhten IGF-1 Werten stehen. Die Wissenschaft, die meist nur von wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich in den Studien meist redet, ist in der Forschung hier sogar so weit, dass sie diesen Zusammenhang als gesichert bezeichnet. Es ist also absolut sicheres Wissen, dass Milch Brust- und Prostatakrebs massiv fördert. Grundlage ist eben, dass dieses geförderte Zellwachstum, was in unseren ersten beiden Lebensjahren wirklich richtig wichtig ist, richtig Sinn macht, später im Leben einfach keinen Sinn mehr macht und wieder der Natur ist und der Körper entsprechend entartet wird und entsprechend die Natur diesen Körper dann eben auch, ja, ich sag mal ganz profan, zerstören möchte. Krebs ist ein natürlicher Regulierungsmechanismus gegen eine Art fremde Ernährung oder Lebensweise. Es ist ja nicht nur die Ernährung. Aber wenn wir die Milch in bunten Verpackungen auslegen,
und nicht aus der Mutterbrust trinken müssen, da verschleiern wir die Herkunft und unsere natürlichen Instinkte, die werden da außer Kraft gesetzt, bewusst außer Kraft gesetzt, um diese Milch eben zu kaufen. Ach, und ich vergaß, es ist ja nicht mal die menschliche Mutterbrust, aus der wir trinken, sondern das Euter einer anderen Rasse. Dieses wäre es da erst, wenn wir wirklich jede unsere Milch aus dem Euter einer anderen Rasse trinken müssten. Aber ich rede jetzt sogar nur von menschlicher Muttermilch. Ne? Aber das Argument mit der Verschleierung kann dann natürlich bei anderen Tieren, also bei anderen Rassen natürlich noch mehr punkten. Oder wer will sich allen Ernstes wie so ein kleines Baby unter das Euter von so einer Kuh legen. Und es ist ja nicht nur so, dass man keinen natürlichen Zugang zur Herkunft der Nahrung aufbauen kann, sondern es wird einem auch ständig gesagt, wie gesund und wie gut Milch ist. Also quasi ja, doppelt manipuliert. Ne? Und wie manipulierbar Menschen im Allgemeinen sind, das sollen wir Deutsche eigentlich ja, am besten wissen. Ne? Aber schaut Euch mal ernsthaft und bewusst diese bemitleidenswerten Kreaturen an, die unter dem permanenten Einfluss von Unternehmen, Parteien oder Religionsgemeinschaften stehen. Schaut Euch diese verblendeten IS-Kämpfer an, die Nationalsozialisten, die militanten Veganer, die Esoteriker und diese Liste, die sich endlos erweitert. Menschen sind manipulierbar. Das waren sie schon immer und das werden sie wahrscheinlich auch immer sein. Daher schaltet Eure Bewusstheit ein. Milch wird von uns ab einem gewissen Alter grundsätzlich abgelehnt und wir würden weder aus der Mutterbrust noch aus dem Euter einer anderen Rasse, egal ob Ziege oder Kuh, instinktiv die Milch trinken. Da braucht es keine wissenschaftlichen Beweise, da reicht Bewusstheit. Aber die Menschen lassen sich nicht nur leicht manipulieren, sondern sie sind auch bequem und einmal konditioniert wollen sie auch immer wieder an das glauben, was sie für richtig halten, was ihnen eingetrichtert wurde. Egal ob ihnen das eben nur eingeredet wurde oder ob sie da selber drauf gekommen sind. Ne? Und die heutigen Generationen, wir haben nie die Chance gehabt, ja wirklich einen natürlichen Zugang zu den Produkten zu finden, die wir essen und trinken. Ja? Wir gehen in den Supermarkt oftmals. Ja? Und diese Menschen sind oft einfach nur, ich würde schon sagen, bemitleidenswert, weil sie denken, dass sie im Recht sind. Und das sind liebe Menschen, aber sie sind manipuliert. Das sind grundliebe Menschen, sie sind trotzdem manipuliert und sagen, Milch ist gesund, Fleisch ist gesund. So liebe Menschen. Es ist schlimm. Aber da kommt das Ego und das Recht. Und ja, da leiden auch liebe Menschen drunter. Und das ist dann halt eben auch wichtiger als der natürliche Zugang. Den sie dann eigentlich ja quasi ja irgendwann mal abgegeben haben und der eigentlich auch nie wieder zurückkommt. Aber wenn die Natur dann diese Menschen irgendwann völlig nachvollziehbar seitens der Natur dann irgendwann aussortiert und diese Menschen dann eben schneller sterben, ja, dann fragt man sich, ja, warum und wie könnte das passieren? Warum ist es so ungerecht? Warum habe ich jetzt Krebs und warum da und so weiter? Dann ist man total wie fällt man aus allen Wolken und sagt, ich verstehe das nicht mehr. Und dann gibt es einige, die dann noch den Weg finden und es gibt sogar noch einige, die den Körper auch wieder auf Vordermann bringen können, die den Krebs besiegen, die andere schwere Krankheiten besiegen. Aber viele suchen dann irgendwo die Schuld bei anderen, oh das böse Schicksal und die sterben dann halt einfach. Ich kann Euch nur ans Herz legen, sofort damit anzufangen, diese Zusammenhänge zu hinterfragen und ja. Und mal meine Person und meine persönlichen Schwächen außen vor zu lassen. Ich weiß, dass ich die habe und dass viele von Euch, wenn sie mich reden hören, auch so eine Aversion haben, so eine Kontrahaltung. Aber Euch wirklich mal grundsätzlich in Eurem Wesen zu hinterfragen. Milch ist schädlich, weil unnatürlich. Seid ihr für Eure Bequemlichkeit bereit, Krebs, Autoimmunerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Kauf zu nehmen und daran zu leiden und zu sterben? Für einige von Euch ist es mit Sicherheit noch nicht zu spät. Der Körper hat unglaubliche Regenerationsmechanismen. Nutzt diese, holt das Maximum an Lebensfreude und Qualität heraus, indem ihr Euch nicht länger manipulieren lasst und Euch so ernährt,
wie ihr wirklich wollt und nicht wie ihr Glauben gelernt habt, euch ernähren zu wollen. Befreit euch von eurem alten Selbst und seid wieder ein echter, freier Mensch. Geht in die Welt hinaus und sagt Ja zum Leben, echtem Leben, im Einklang mit der Natur und nicht gegen die Natur. Alles Liebe.